Wie läuft's bei Volkswagen und bei Tesla mit ihren Elektroautos in China? Es läuft gar nicht gut. Und dafür gibt's aber andere chinesische Hersteller, da geht der Umsatz gerade durch die Decke. Und um das alles, was da gerade passiert, auf dem größten Automarkt der Welt, darum geht's bei uns heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. In Deutschland tobt ein Kulturkampf. Es geht um die Wurst, und zwar um die Currywurst bei Volkswagen. Die ist da in einer Kantine gestrichen worden von der Karte. Es soll da jetzt grundsätzlich gar kein Fleisch mehr geben. Höchstens ab und zu noch mal Fisch oder sowas. Hört sich an nach einer großen Sache, ist klar, die Belegschaft von Volkswagen ist riesig und wenn die mal Fisch kriegen, dann ist die ganze Ostsee schon leer eigentlich. Aber tatsächlich geht es bei der ganzen Sache nur um eine einzige von vielen Volkswagen-Kantinen. Und trotzdem ist die Debatte schon riesig. Die einen schreiben hier, ha, totaler Irrsinn, wie kann man sowas machen? Und die anderen sagen aber, jawohl, endlich, die Currywurst muss weg. Die Debatte ist nachvollziehbar. Die Currywurst ist ja eine Institution. Sie ist eigentlich auch die einzige Kulturleistung, die dieser Teil von Deutschland jemals geschaffen hat. Und sogar Altkanzler Schröder hat sich eingeschaltet in die Debatte und hat die Currywurst mit Pommes erklärt zum Kraftriegel des deutschen Facharbeiters. Was der Spiegel dann wieder ganz anders sieht, der sieht dadurch jetzt das postphalische Zeitalter gekommen. Man soll es nicht für möglich halten. Aber Altkanzler Schröder hat da schon recht. Die Götterdämmerung der Currywurst oder allein die Aussicht darauf, das lähmt jetzt den Volkswagen-Konzern von innen heraus, auch wenn sie immer noch behaupten, das Ganze liegt am Halbleitermangel. Und diese Schwäche, dieser dramatische Leistungsabfall bei Volkswagen, den spürt man zurzeit vor allem in China. Da läuft es gar nicht mehr gut. Wolfsburg, we have a problem, schreibt Reuters mit Blick auf Volkswagen und den chinesischen Markt. Wolfsburg, wir haben ein Problem. China ist mit Abstand der wichtigste Markt für Volkswagen. Volkswagen und die Volksrepublik, das gehört zusammen schon seit einigen Jahrzehnten. Volkswagen ist der erste ausländische Autokonzern gewesen, der da wirklich massiv investiert hat in China, der sich da auch durchgebissen hat über die Jahrzehnte hinweg mit allen Problemen und der dann auch sehr erfolgreich war in China. Und man hat lange zum Beispiel ja auch gesagt, der durchschnittliche KP-Funktionär, der hat schwarze Haare, der hat einen dunklen Anzug und fährt einen Audi A5. Damit war Volkswagen ja schon fast so eine Art inoffizieller Hoflieferant der Partei. Aber im Moment läuft es nicht mehr so gut. Woran liegt das? Das erste ist grundsätzlich mal eine Imagekrise. Es ist sowieso ganz erstaunlich. Volkswagen hat ja schon unglaublich viele Imagekrisen gehabt. Also jetzt nicht nur den Dieselskandal. Ich sag nur, Gebauer, wo bleiben die Weiber? Sie erinnern sich vielleicht an die Geschichte. Hat die Chinesen jetzt aber nicht groß gejuckt. Nur jetzt, es gibt ein Institut der chinesischen Versicherungswirtschaft, die immer so Crashtests machen. Und da hat anscheinend der Pass ziemlich schlecht ausgesehen bei so Frontalzusammenstößen, die da gemacht haben. Ich kann es nicht beurteilen, was da dran ist, ob das aussagekräftig ist, aber es ist jetzt eben der Welt und viele Chinesen haben sich eben an den Kopf gelangt und gesagt, ich kaufe doch keinen teuren VW mehr, wenn der noch nicht mal richtig sicher ist. Und der Absatz von SAIC Volkswagen, das ist das Volkswagen-Venture, das den Passat herstellt, der ist auch jetzt im ersten Halbjahr nochmal um 7,8% zurückgegangen und das in einer Zeit, in der der Gesamtmarkt gleichzeitig um 29% gewachsen ist. Es liegt also wirklich nicht nur an der Halbleiterknappheit. Und das zweite Problem, das sind die Elektroautos.
Volkswagen hat zwei Varianten vom ID4 oder ID4 oder wie auch immer auf dem Markt in China. Sie sind relativ spät damit gekommen. Es läuft auch relativ schleppend. Im April sind 1400 Stück verkauft worden, im Mai nochmal 200 weniger. Und jetzt im Juni, Juli, jetzt sind sie endlich so um die 5000 Stück im Monat. Und damit liegen sie aber weit hinter der Konkurrenz. Und das wäre auch noch nicht mal so schlimm, wenn nicht ausgerechnet Volkswagen, gerade Volkswagen, der Konzern wäre, der ja weltweit das meiste Geld in die Entwicklung der E-Mobilität steckt, mit Investitionen von 35 Milliarden Euro bis 2025. Aber es gibt eben schon viel Konkurrenz in China und man hört auch immer wieder von den Chinesen, dass sie sagen, naja, diese Volkswagen-Elektroautos, die sind mir einfach zu langweilig. Da gibt es spannendere Sachen auf dem Markt und wir werden auch gleich hören, welche. Halten wir uns nur noch mal vor Augen, China ist der größte Elektroautomarkt der Welt. Das war 2020 auch wieder so, wird auch erstmal so bleiben. Andere Länder holen auf, vor allem in der EU. Aber es ist schon so, dass auch in China das Elektroauto gewollt ist und der Anteil von den Elektroauto- und Hybridfahrzeugen am Gesamtmarkt, der war ja auch letztes Jahr erst bei unter 6%, ist also auch in China schon noch stark ausbaufähig. Und in dem Zusammenhang erinnere ich Sie auch noch mal an unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report. Da geht es um die chinesischen Wasserstoffaktien. Auch da, auch in dem Bereich, entsteht ja in China gerade was. China hat auch eine Wasserstoffstrategie. Und die Reports von uns, die kann auch jeder bekommen, kann jeder lesen. Und dieser Report mit dem Update zu den China-Aktien mit Wasserstoffbezug, der geht morgen raus. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, jetzt noch schnell eintragen dafür und anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Auf jeden Fall, gar keine Frage, der chinesische Elektroautomarkt ist sehr interessant, aber die Konkurrenz wird härter. Kriegt auch nicht nur Volkswagen zu spüren, sondern zum Beispiel auch Tesla. Tesla, der große, coole Elektroauto-Pionier, der ja sein Werk in Shanghai eröffnet hat vor 1,5 Jahren mit einer Jahresproduktionskapazität von 500.000 Autos, war eine Riesensache. Tesla ist ja auch der rote Teppich ausgerollt worden, regelrecht in China. Es war der erste ausländische Autokonzern, der von Anfang an da wirklich gestartet ist, ohne einen chinesischen Venture-Partner. Aber trotzdem, zurzeit ist da alles ein Riesenmist, muss man sagen. Es hat mit dem Autopilot Probleme gegeben. Es hat dann massiv Kundenproteste gegeben. Fast jeder Tesla, der in China verkauft worden ist, ist zurückgerufen worden, mittlerweile einmal. Und schlussendlich ist der Absatz jetzt im Juli eingebrochen zum Vorjahr um 69% auf nur noch 8.600 Autos. Das ist fast schon Volkswagen-Niveau, muss man sagen. Das heißt jetzt nicht, dass die Produktion auch zurückgegangen ist. Nur drei Viertel von der Tesla-Produktion in Shanghai geht jetzt nach Europa, gezwungenermaßen, weil es die Chinesen nicht haben wollen. Und Tesla bringt auch jetzt eine billigere Version auf den Markt da vom Modell Y für 43.000 Dollar statt 51.000 Dollar ungefähr für die Normalversion. Auch das ist ein Indiz dafür, dass der Wettbewerb da härter wird in China und dass die Margen wahrscheinlich auch zurückgehen werden. Und man kann auch sagen, Tesla und Volkswagen verkaufen damit in China nicht mal so viele Elektroautos wie die Hersteller, von denen man vor einem Jahr noch gesagt hätte, dass das ja eigentlich fast noch Startups sind. So wie zum Beispiel NIO, Li Auto und XPeng. Chinesische Elektroautobauer, die es noch gar nicht so lang gibt. NIO hat im Juli 7.900 Autos verkauft, ein Anstieg um 125%. XPeng hat 8.040 Autos verkauft und Li Auto hat sogar 8.590 Autos verkauft. Ist ein Plus von 250% zum Vorjahr. Alle drei haben also ungefähr schon so viele Elektroautos verkauft wie Tesla und auch deutlich mehr als Volkswagen. Und das liegt nicht daran, dass die Autos von denen billiger wären, sondern ganz im Gegenteil, die sind teilweise deutlich teurer. Und
Die Charts habe ich ja auch gerade durchlaufen lassen von den Herstellern. Die sind natürlich auch gut gelaufen seit dem IPO. Und es gibt noch einen weiteren Sieger, einen klaren, herausragenden Sieger, und das ist BYD. BYD, der chinesische Auto- und Batterienhersteller, wo auch Warren Buffett ja eingestiegen ist im Jahr 2008. Das hat er wahrscheinlich schon lange wieder vergessen. Da ist der Absatz von reinen Elektroautos gestiegen im Juli um 139% auf knapp 25.000. Und der Absatz von Elektroautos inklusive Hybride, der ist sogar gestiegen um 230% auf 50.500 Autos. Und das sind natürlich ganz andere Größenordnungen jetzt als Tesla oder Volkswagen. Und damit ist BYD im Moment auch der Marktführer in China für nicht konventionell betriebene Pkw. Und für diesen Erfolg gibt es einige Gründe. Und einer davon ist der Han. Den gibt es seit letztem Jahr, habe ich ihn im November ja auch schon mal gezeigt, habe ich auch mich positiv ja dazu geäußert, ist ein sportlicher Wagen, ist der Aufstieg für BYD gewesen ins gehobene Segment, er hat eine hohe Reichweite, auch dank dieser berühmten Blade Battery, die BYD selber entwickelt hat. Aber dass das jetzt regelrecht so ein Tesla-Killer wird, der sich inzwischen 100.000 Mal auch verkauft hat, also der weggeht wie warme Semmeln, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Die Aktie hat reagiert auf die gute Nachrichtenlage da in den letzten Monaten. Sie ist letztes Jahr schon stark gestiegen, hat dann wieder korrigiert, ist dann aber die letzten Monate eben nochmal deutlich hochgegangen, hat jetzt sogar auch nochmal ein neues Rekordhoch erreicht. Ist ein spannendes Unternehmen, BYD. Sie kennen aber auch meine Skepsis wahrscheinlich. Ich darf da auch noch mal verweisen auf mein Video vom 7. Juni. Da geht es ein bisschen ausführlicher um BYD dann auch. Und wir machen jetzt aber auch noch mal was, was man viel zu selten macht normalerweise. Wir schauen uns eben auch noch mal die Bewertungen an von dem Ganzen. Bei BYD ist es eben zum Beispiel so, dass wir da jetzt durch diesen Kursanstieg inzwischen ein KGV haben auf den für dieses Jahr erwarteten Gewinn von 135. Und so stark war das Wachstum jetzt nicht die letzten Jahre, dass sich so ein KGV jetzt wirklich aufdrängen würde. Und wir haben außerdem einen Börsenwert jetzt inzwischen wieder von umgerechnet über 100 Milliarden Euro. Und hier haben wir alle vier unsere China Elektroautostars in der ersten Spalte des KGV, in der zweiten der Börsenwert in Euro. Und BYD, wie gesagt, hat ein sehr hohes KGV, aber bei den anderen ist es ja noch viel schlimmer. Die haben gar kein KGV, die sind immer noch hochdefizitär und sie sind natürlich auch viel kleiner. Und trotzdem auch da schon erhebliche Bewertungen. NIO, ein Börsenwert von über 60 Milliarden Euro, XPeng fast 30 Milliarden und Li Auto auch schon deutlich über 25 Milliarden Euro. Und stellen wir das jetzt mal ins Verhältnis allgemein zum Autosektor. Also hier eine willkürliche Auswahl von mir, Auswahl von Autoaktien. Natürlich Tesla, exorbitant hohe Bewertung immer noch von fast 600 Milliarden Euro, das ist ein Thema für sich. Volkswagen, was ja der zweitgrößte Autohersteller ist, direkt nach Toyota, eigentlich im Vergleich dazu wenig, nur 130 Milliarden. BYD auch schon 100 Milliarden, damit deutlich vor Daimler mit 80 Milliarden und fast doppelt so hoch wie BMW auch. Und außerdem fällt auch auf, dass so ein hochdefizitärer Kleinproduzent wie NIO mehr wert ist als zum Beispiel BMW oder Geely, die beide hochprofitabel sind und auch eine ordentliche Elektroautopalette haben. Und auch XPeng und Li Auto zum Beispiel im Vergleich absolut nicht billig. Und damit stellen wir fest, wir haben auf der einen Seite hochprofitable klassische Autokonzerne, die niedrig bewertet sind, und wir haben auf der anderen Seite reine Elektroautobauer oder eben auch so Konglomerate wie BYD, die wachstumsstark sind zwar, aber die eben auch schon sehr teuer sind. Und dieses Missverhältnis, das war ja vor ein, zwei Jahren sogar noch höher. Also ich weiß nicht, ob sich jemand erinnern kann an mein Video zum Autosektor im April 2019. Da waren die Autoaktien ja komplett am Boden. Und
ich habe ja gefleht geradezu darum, dass man diesen klassischen Autoaktien jetzt doch endlich mal eine höhere Bewertung wieder zutraut, weil es eben nicht sein konnte aus meiner Sicht, dass man nur noch die Elektroautos sieht und weil es für mich auch nicht vorstellbar war, dass die klassischen Autobauer mit Elektroautos da rein gar nichts auf die Kette kriegen würden. Die Höherbewertung immerhin, die hat ja auch schon stattgefunden, aber es ist immer noch so, je mehr Elektroautoanteil wir haben, desto teurer ist die jeweilige Autoaktie. Und ich bleibe darum bei meinen Prämissen, bei meinen bisherigen, die Verkaufszahlen, die wir gerade haben, überall, das sind Momentaufnahmen. Und die Trends, die wir da sehen, die können sich jetzt fortsetzen, das muss aber nicht so sein. Und die Relationen bei den Bewertungen, die wir gerade haben, das funktioniert wirklich nur dann, wenn sich herausstellt, dass die Zukunft wirklich den neuen Elektroautobauern gehört und nicht den klassischen Autobauern. Und das ist aber im Moment noch überhaupt nicht entschieden, meiner Meinung nach. Es wird den einen oder anderen Herstellern geben von diesen Elektroautobauern, wo wir in ein paar Jahren dann wirklich feststellen werden, ja, der hat seine hohe Bewertung verdient, aber es wird nicht bei allen so sein. Das ist völlig klar. Es wird nicht 5 oder 6 oder 10 neue Teslas geben jetzt mit Bewertungen im dreistelligen Milliarden-Euro-Bereich. Das gibt der Weltmarkt nicht her. Das gibt er vor allem auch darum nicht her, weil ja bekannt ist, dass die Elektroautobauer in der Tendenz weniger verdienen als normale Autobauer oder dass man mit Elektroautos weniger verdient. Was dann ja auch heißen würde, wenn sich das Elektroauto wirklich durchsetzt, dann verdient der ganze Sektor weniger. Die Wertschöpfung verschiebt sich in andere Bereiche und darum versuchen ja auch die klassischen Autobauer alle, dass sie in so Bereichen wie Stromspeicher und Akkus auch einen Fuß in die Tür kriegen. Und auch der Wettbewerb wird härter, wie gesagt, sieht man eben auch in China. Und gerade für die Premium-Hersteller, die hohe Margen haben, im Moment noch, aber die trotzdem kein Geld verdienen damit, für die wird es möglicherweise schon schwer in den nächsten Jahren. Und darum, bei aller Begeisterung für diese neuen Elektroauto-Aktien, seien Sie da vorsichtig, wenn Sie solche Aktien haben oder kaufen wollen. Und beobachten Sie da ganz intensiv, Monat für Monat, was da passiert. Intensiv und auch kritisch. Ich weiß, solche Reden, das finden viele langweilig und unter meinem letzten Video, da ist er auch gestanden, da hat jemand geschrieben, ja, schöner Beitrag, aber die Aktie, die da besprochen worden ist, diesmal aber doch zu langweilig. Hoffentlich jetzt nicht so langweilig wie ein ID4. Aber es ist völlig okay, sowas zu sagen, weil es gibt unterschiedliche Anleger und unterschiedliche Ansätze auch. Und damit ich jetzt aber nicht zu langweilig rüberkomme hier, jetzt noch eine ganz heiße Kiste. Evergrande New Energy Vehicle, noch ein chinesischer Elektroautobauer. Tencent hat da zum Beispiel auch mal Geld investiert. Ist eine Tochter der Evergrande Group, ein riesiger chinesischer Immobilienkonzern, der nur leider gerade unter seinen Schulden zusammenbricht. Und darum ist die Aktie von der Tochter auch relativ stark gefallen. Ist also alles ein bisschen schon auch ein Produkt des chinesischen Größenwahns. Und jetzt gibt es aber eben die Spekulation, dass diese Elektroautotochter verkauft wird, an andere Investoren auch verkauft werden muss natürlich. Und dadurch könnte sich die Aktie vielleicht durchaus wieder deutlich erholen. Börsenwert ist aber trotzdem immer noch bei über 13 Milliarden Euro und also ganz heiße Kiste nach wie vor, aber wenn Sie damit Geld verlieren, dann haben Sie die Idee nicht von mir. Und noch was Neues zum Elektroautosektor in China, der Aura Punk Cat. Wird gebaut von Great Wall Motor, ein wunderschönes Auto, aber erinnert wahrscheinlich den einen oder anderen hier an ein anderes Auto, das mal bei uns gebaut worden ist, nur mit 2 Türen mehr. Und damit wären wir auch wieder bei VW. VW, KGV von 7, zurzeit ein bisschen lediert in China, kann sich aber auch noch geben, muss man beobachten. Und wenn es wirklich so sein sollte, dass es Volkswagen nicht vergönnt ist, dass sie die Welt besser und schöner und umweltfreundlicher machen mit ihren Elektroautos, dann, das haben wir ja gehört, dann kann man immer noch ansetzen beim Kantinenessen. Ich bin mir sicher, da ist auch noch viel Potenzial drin, das man da ausschöpfen kann. In diesem Sinne,
Denken Sie noch an den Zukunftsmärkte-Report mit den Wasserstoffaktien, der morgen rausgeht. Jetzt noch anmelden, www.zukunfts-märkte.de. Ansonsten alles Gute Ihnen und herzlichen Dank wie immer fürs Zuschauen.